So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist das Muttertier. Die ist nämlich immer noch da, die hat nämlich Cojones. Und mittlerweile habe ich wahrscheinlich auch Cojones. Ich habe nämlich gar keinen Geschmack mehr. Was macht man, wenn man keinen Geschmack hat? Man will, dass die neuen McDonald's-Pizza-Taschen testen. Aber vorher muss ich Essen für Pupsi holen. Und das seht ihr hier. Da ist nämlich wieder der super geniale Stand, der Imbissstand. Und da gibt es jedes Mal super leckere Sachen. Wir haben uns schon wieder hier so einen Chicken Wrap geholt. Heute gab es zum Beispiel Lasagne al Forno mit Salat. Pupsi nimmt immer traditionell Wedges mit Schuhcreme, also Sour Cream, wie die Leute sagen. Das bringen wir jetzt heim. Ich habe nichts genommen, weil ich eh keinen Geschmack habe. Denn ich möchte ja gleich noch dann zu McDonald's und diese neuen Pizzataschen testen. Weil ich keinen Geschmack habe, muss die Mama mit, damit die mir sagt, wie die schmecken. Die hat nämlich wieder Geschmack und ich nicht. Ich gucke mir das an, ich filme das und sie ist heute die wichtigste, the VIP, the very important player. Wie heißt das eigentlich? Ach, das heißt so very important person. Also, das ist das Muttertier, genau. Tschüss. Most viable player, MVP, das wollte ich sagen, wie beim Wrestling. Jetzt bringen wir das Essen heim und dann sehen wir uns bei Maggis wieder. So, wir sind jetzt hier also angekommen bei Maggis. Es ist arschkalt, ich bin immer noch krank, wie gesagt. ich habe auch keinen Geschmack, nix. Deswegen eigentlich lohnt sich das gar nicht. Habe aber gesehen, ich habe sogar noch einen Gutschein für so einen McSunday. Der ist bestimmt gut für den Hals zum Kühlen. Und dann habe ich gesehen, es ist ja auch plötzlich hier Monopoly. Das heißt, du kannst wieder irgendwelchen Mist kaufen mit Stickern drauf und hast vielleicht so einen Fortgewinn drin, wo du gleich wieder reinrennen musst. Das Muttertier hat sich jetzt schon mal reingesetzt, weil es so kalt ist. Das ist eine Sprite fürs Muttertier. Das ist ein McSunday für mich. Hier ist noch ein Beutel, weil irgendwo müssen ja auch die Pizzataschen sein. Aber erstmal möchte ich das kurz so hier reinhalten. Für das Thumbnail und dann möchte ich euch erstmal zeigen, was hier noch drin ist. Wir machen aber erstmal den Sticker ab. App downloaden, registrieren, Code eingeben und Gewinn checken. Das ist das, was Pupsi eigentlich immer gleich wegschmeißt, glaube ich. Oder das Einzige, was sie macht. Ich glaube, mit der App, alles, was mit der App zu tun hat, da ist sie einfach immer richtig gut dabei. So, was ist das? Hier ist eine Apfeltasche drin. Hier ist eine zweite Apfeltasche drin. Das ist schon mal sehr gut. Und auf der Apfeltasche ist nämlich auch ein Code. Achso, ja, ein Code, okay. Dann tue ich den auch wieder einstecken. Ich glaube, nachher ist der fort. Ich muss den mal in die andere Tasche stecken. Wenn ihr seht, wie die Apfeltaschen hier auf dem Auto rumfliegen, dann würdet ihr, glaube ich, keine mehr essen. Ach, hier ist auch ein Code. Ich glaube, es gibt gar keine normalen Sofortgewinne mehr. Ich glaube, das geht alles nur noch über die App. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das ist normal. Wahrscheinlich ist es doch nicht normal. Keine Ahnung. Und hier ist noch eine Packung. Pass auf. Richtig genial. Eine Packung Curly Fries mit Monopoly und Code. Ja, mit Code. Ach du meine Fresse. Das kommt also auch weg. Das kommt weg. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Pupsi hat das mal gesagt. Man muss jetzt immer das eingeben in der App und dann sieht man erst, ob man was gewonnen hat. Das war früher halt anders. Da hast du abgezogen, da war dann Bahnhof dran und dann haben sie dich gleich heimgefahren. Da sind jetzt hier diese Pizzataschen drin. Da ist auch wieder ein Sticker drauf. Jetzt machen wir mal den Sticker hier ab. App downloaden, Code. Gut, das ist die Bestätigung. Jetzt nehmen wir uns mal. Ich habe extra einen Fünferpack genommen. Sieht halt einfach aus wie Glückskekse, oder? Guckt euch das an. Die neuen Glückskekse von McDonald's. Ich dachte Pizza, Pizzataschen, aber das sind ja Pizzatäschchen. Glückskekse, wir beißen mal rein. So ein kleines bisschen wie Carazza. Sehr mehlig und pudrig außenrum. Alles ein bisschen frampfig und matschig von der Konsistenz. Und Taschen an sich, weiß ich nicht, ist mir halt immer oben Boden, unten Boden, links Boden, rechts Boden.
nichts für mich. Den Geschmack kann ich ja leider gerade gar nicht beurteilen. Aber dafür habe ich ja das Muttertier. Der werde ich jetzt mal eins anbieten. Den Rest dann mal mitnehmen und gucken, was Sandra sagt. Das stopfe ich mir rein, gehe mal zum Muttertier und gucken, was die sagt. Hallo! Ja. Will ich mal wieder da hin? Ich merke gar nichts. Wenn du jetzt auch nichts merkst, dann hätten wir es wirklich mal ein anderes Mal machen müssen. Obwohl die Lasagne, die du vorhin hattest, muss ich sagen, habe ich was Tomatiges, ein bisschen gemerkt, was Fruchtiges. Hier merke ich wieder nichts. Entweder hat es also weniger Geschmack. Also viel merke ich auch nicht. Oder es hat sich schon wieder verschlimmert seit vorhin. Viel merkst du nicht. Yeah. Zum Glück haben wir 5 Stück genommen, damit sich das richtig lohnt. Es... Was soll ich sagen? Ist ein bisschen staubig. Trocken. Ja, es geht eigentlich. Geht. Das muss also, ja, finde ich gut, dass du mir widersprichst. Sieht man, du sagst nicht alles nach. Du hast eine eigene Meinung. Bisschen tomatisch, ja. Aber es könnte ein wenig kräftiger sein, finde ich. Kräftiger? Also, Fehlt noch Maddox-Soße wahrscheinlich. Das, dann wäre es perfekt. Es könnte ein wenig kräftiger sein. Ja, der Mama fehlt die Kraft. Naja, würdest du dir die nochmal holen vom jetzigen Eindruck? Vielleicht gibt es sie ja länger. Du sagst auch noch ja. Ja, doch. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Könnte man schon nochmal machen. Vielleicht hat man da doch mehr Geschmack oder wie auch immer. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass man noch nicht ganz mit Vollmund spricht man nicht. Genau. Ja, so. Hä? Das heißt im Endeffekt, so das Feedback gerade ist ja eigentlich dann, das Muttertier würde sich die sogar nochmal holen, obwohl sie gar nichts geschmeckt hat. Der Test insgesamt ist komplett sinnlos, weil man einfach keinen Geschmack hat. Man soll halt keinen Test machen, wenn man keinen Geschmack hat, aber egal. Ich würde ihn nicht nochmal holen, ich finde das sinnlos gerade. Das erinnert mich nicht an Pizza. Das sieht halt wieder aus wie irgendein Quatsch. Burger bei McDonald's, für mich Burger, Burger ist Burger. Ich würde auch bei McDonald's kein Rührei essen, fand ich auch immer komisch. Auch so Currywurst und alles. Da brauche ich nicht zu McDonald's. McDonald's soll Burger sein, das ist meine Meinung nach. Wenn die später nochmal verfügbar sind, wenn ich gesund bin, würde ich es vielleicht nochmal probieren. Aber ich glaube nicht, dass mich das überzeugt. Und das sage ich jetzt. Jetzt esse ich gleich mein Eis. Eis! Ich stehe nämlich jetzt auf der anderen Seite vom Auto. Jetzt werde ich mir das Eis einverleiben. Mal gucken, ob ich von dem Eis was merke. Da ist nämlich Karamellsoße dran. Erinnert nicht an Pizza. Schwafelt sie noch. Aus dem Auto raus. Das wollte sie jetzt noch sagen. Das ist jetzt wichtig. Dann schiebt einen schon wieder die Tür durch den Wanz. Hier merke ich auf jeden Fall, dass es süß ist. Und du wirst von dem Eis, das ist ja eigentlich von, was ist das überhaupt? Vanilleeis? Ne, einfach Sahne. Sahneeis. Ich merke auf jeden Fall, dass es süß ist. Mehr merke ich auch nicht. Aber es ist süß, es ist kühl, es ist angenehm. Finde ich, hat auf jeden Fall mehr Geschmack, hat nur 1 Euro gekostet. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Das war's von meiner extrem sinnlosen Seite heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.